Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Latifbox von Massiv. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Latif von Massiv, das Ganze am 6. März erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 14. Album von Massiv. Wir haben hier eine reguläre Standardbox von der Größe, von der Gestaltung her. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann ansehen. Also, was man auf den ersten Blick sehen kann, die Box ist schwarz und das Cover der Box ist ziemlich brutal. Denn wir haben hier tatsächlich Massiv abgebildet, der hier scheinbar einen Kopfschuss kassiert hat. Ja, es ist eine Parallele, eine Anlehnung an das Serienspektakel von 4 Blocks. Und ja, ohne jetzt irgendwie groß zu spoilern, aber dort ging es dem besagten Charakter Latif nicht allzu gut gegen Ende. Wir haben hier oben einmal den Schriftzug Latif in schwarz und weiß, darunter dann noch arabische Schriftzeichen. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen, außer eben Massiv mit dem Loch im Kopf. Auf der Seite lesen wir auch wieder Latif. Hier ebenso. Und auf der Rückseite gibt es den Hinterkopf, ebenfalls wieder mit Loch im Kopf. Also, dann haben wir hier noch die Beteiligten. Das Ganze natürlich erschienen über Almassiva und vertrieben über Soulfood. Und einen Barcode gibt es hier noch. Gut, ich muss ehrlich sagen, vom Design, ich hätte das eigentliche Design mehr gefeiert, das in dem Deutschland-Trainingsanzug da ohne den Kopfschuss. Aber ja, man hat sich dann doch für das drastische Design hier mit dem Loch im Kopf entschieden. Einmal das Shirt, dann haben wir hier die Instrumental-CD. Aha, okay. Das Album an sich, scheinbar ohne Cover, ohne Booklet. Dann eine Autogrammkarte. Und dann haben wir hier noch ein Poster. So, ansonsten nichts weiter hier drin. Wir packen die Box mal zur Seite. Und nachdem wir hier noch das Shirt in Folie haben, werden wir das mal befreien. Gut. Also, als erstes haben wir das Album. Was mich jetzt sehr überrascht, dass wir hier kein Booklet und keine sonstigen Sachen hier drin haben. Also generell sehr minimalistisch gehalten hier. Kommt in einem Super Jewel Case, transparent. Und hier ist tatsächlich nur die CD drinnen, sonst nichts. Muss ich ehrlich sagen, finde ich schade. Ich hätte gerne ein Booklet gehabt. Bin mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob das so gewollt ist oder ob vielleicht das Booklet, naja, ich gehe mal davon aus, ihr werdet auch kein Booklet haben. Falls jemand irgendwie ein Booklet hat in seiner CD, gerne melden. So sieht die CD aus. Auch hier wieder mit Kopfschussoptik. Ja, also ich gehe mal davon aus, rein so vom Artwork wird dieses Video dann wohl ab 18 sein. Dann haben wir hinten die Tracklist. Insgesamt 16 Stück an der Zahl. Wir haben hier Features mit drauf von Ramo, nochmals Ramo, nochmals Ramo, nochmals Ramo und Haftbefehl, Marlo und nochmals Ramo. Also, die Features beschränken sich hier auf 3 Stück, aber Ramo hier diverse Male vertreten. Okay, auch hier wieder Beteiligte und Barcode. Dann kommen wir zu den Instrumentals. Die kommen hier in einer Papphülle. Was lesen wir hier? Instrumental-CD Latif. Hier liegt er offenbar am Boden, nachdem ihn dieser Schuss getroffen hat. Auch hier wieder die Beteiligten. Dann schauen wir mal hinein. Das ist die CD. Also, komplettes Artwork hier mit dieser Kopfschussoptik. Ebenso wie auch das Shirt.
So, das Shirt ist in dunkelgrün gehalten. Wir haben hier auf der Brust mittig, natürlich, wie soll das anders sein, auch wieder massiv mit Loch im Kopf. Dann haben wir oben am Kragen hier, am Bund, Latif. Das Ganze so von der Optik und auch von der Gestaltung her so an Palm Angels angelegt. Hier eben dann statt Palm Angels Latif zu lesen. Auf dem rechten Ärmel haben wir dann hier noch einen gelben arabischen Schriftzug. Auf der linken Seite dann den Latif-Schriftzug in weiß. Oh, vielleicht habe ich hier noch etwas Blut von dem Kopfschuss. Ja, die Frage, so eine Verfärbung hier. Auf der Rückseite natürlich wieder der Hinterkopf des Erschossenen. So sieht das aus. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Latif in der Größe XL. Die Größe war einheitlich, also konnte man nicht irgendwie auswählen oder beeinflussen. Die war in allen Boxen gleich. So, und ansonsten haben wir hier, ja, okay, also ich finde hier keinen Zettel. Hier gibt es keine Infos über Material oder Herkunft. Okay, Grüße gehen raus, unbekannterweise. Dann packen wir das Shirt wieder zusammen. Relativ ungewöhnlich auch, mit XL. Normalerweise, wenn die Unisize sind, dann ist ja meistens L gewählt, aber in diesem Fall hat man sich für XL entschieden. Okay. Dann haben wir eine Autogrammkarte im Querformat. Die sieht aus wie so ein Personalausweis. Wir haben hier den Ausweis befüllt mit arabischen Schriftzeichen. Das finde ich auch spannend. Also wenn ich das richtig deute, hier steht Geburtstag, 11. September 1900. Da ist die Frage, was das hier sein soll. Irgendwie ein abgerissener 8er oder ein 5er oder vielleicht auch ein 9er. Ja. Und dann haben wir hier noch die Unterschrift mit blauem Stift. Mit blauem Filzstift wurde hier unterschrieben. Und rechts natürlich noch ein Foto von Massiv. Auf der Rückseite wieder arabische Schriftzeichen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Poster. Auf der einen Seite haben wir Massiv hier im Comic-Stil, das Ganze hier von Mike Illustrated im Hochformat. Und auf der Rückseite natürlich, wer hätte es gedacht, nochmals die Kopfschussoptik. Ja, also ich muss ehrlich sagen, das Artwork ziemlich drastisch, speziell auch jetzt was das Shirt betrifft. Also ich, ja, vielleicht seht ihr das anders, aber ich muss jetzt nicht unbedingt mit einem Shirt rumlaufen, auf dem auf der Vorder- und auf der Rückseite ein blutverschmierter Kopf mit Kopfschuss zu sehen ist. Aber ja, jeder wie er will. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe XL. Dann haben wir die Autogrammkarte hier im Querformat sowie das Poster beidseitig bedruckt, beide Male im Hochformat. Die Instrumentals zum Album hier in der Papphülle sowie natürlich auch das Album an sich mit insgesamt 16 Tracks im Jewelcase, im Super Jewelcase. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box, Latif von Massiv. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Massiv unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.